Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in War in the East 2 mit dem Zug 3. Und heute geht's an die Heeresgruppe Nord. Nochmal ganz kurz zur Rekapitulation. Wir wollen mit der 18. Armee natürlich weiter Richtung Estland marschieren. Dort ja, das Gebiet von Feindkräften säubern. Gleichzeitig eventuell aber auch versuchen, noch einen Kessel südwestlich vom Pleskau zu schaffen im Verbund mit der 4. Panzergruppe. Die 4. Panzergruppe hat dort hauptsächlich den Auftrag, Pleskau, also Pskov im Spiel, zumindest zu isolieren und gegebenenfalls sogar schon einzunehmen. Da muss ich noch abwägen, ob sich das lohnt, mit Panzerkräften und mechanisierter Infanterie eine Stadt anzugreifen. Also ob sich es lohnt, die Stadt ist früh einzunehmen oder noch eine Runde zu warten. Da gibt es Überlegungen mit Siegpunkten. Ich würde jetzt mehr Siegpunkte bekommen. Ich könnte jetzt, vor allem wenn ich es einnehmen würde, auch schon meine Depots dort aufbauen. Das heißt, dass die Versorgung in 2-3 Runden Richtung Norden besser gestaffelt ist. Pleskau nicht anzugreifen hätte den Vorteil, dass ich deutlich weiter Richtung Novgorod vorwärts kommen könnte. Ich würde sagen, es entscheidet sich so ein bisschen, während wir jetzt hier den Marsch auf Pleskau unternehmen. Und die 16. Armee, die hat ja so ein bisschen den Anschluss verloren, die hinkt noch ein wenig zurück. Die muss jetzt dringend nach Norden gebracht werden und muss dann vor allem auch die rechte Flanke der 4. Panzergruppe sichern. Wir sehen hier auch schon, wir können nochmal reinschauen, wir sehen hier auch schon, dass die vierte Panzergruppe hier von der rechten Flanke doch jetzt mittlerweile unter Druck gesetzt wird. Wir haben hier schon 2 Schützendivisionen. Wer weiß, was hier noch alles... Ich hätte die Aufklärung hier ein bisschen anders laufen lassen müssen. Sehe ich schon. Hätte ich ein bisschen anders machen müssen. Okay, wir fangen jetzt aber erstmal an mit den einfachen Geschichten. Und zwar Kessel auflösen. Wobei, viel Kessel zum Auflösen gibt es jetzt hier eigentlich gar nicht mehr. Nö, hier unten noch ein bisschen was. Dann können wir es doch noch ein bisschen nachlagern. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, muss ich auch ein paar Sachen entscheiden, wo sich hier zum Beispiel das 23. Korps hin bewegt. Das sind alles dann Feinheiten. Das heißt, wir können tatsächlich jetzt hier ans Eingemachte gehen und Richtung Pleskau hochfahren. Wir überprüfen jetzt als erstes Mal, wir haben es mal aufgeschrieben, als erstes Mal schauen wir, dass ich auch wirklich die Verschanzung und den Combat Delay eingeschaltet habe. Ja, ist drin. Das sind wichtige Anzeigen, die man hier braucht. Dann nehme ich jetzt erstmal Ground Support, also Luftunterstützung nehme ich jetzt erstmal raus. Die braucht man dann eventuell an anderer Stelle. Dann schauen wir uns mal an, wie denn hier die erste Panzergruppe noch ausgerüstet ist. Also, für euch hier zur Information links oben im Eck auf dem Counter wird im Prinzip farblich kodiert dargestellt, was ich hier oben rechts einstelle. Ich habe jetzt hier eingestellt auf Supplies. Das heißt, im Großen und Ganzen sind wir hier im grünen Bereich mit dem Supply. Das ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir uns Treibstoff an. Treibstoff ist auch gut vorhanden. Wir können also gut Gas geben. Und Munition ebenfalls. Wir hatten noch nicht viele Gefechte. Wie sieht es denn aus mit den Combat Preparation Points? Wie gut sind meine Einheiten vorbereitet für die Kämpfe? Nicht mehr so gut. Wir können jetzt hier schon sehen, bei der 3. motorisierten Division sind wir bloß noch auf 23. Der Wert vorne 12 ist der mutmaßliche Kampfwert. Die 3. motorisierte Division wird, da sie eh schon am Feind steht, die Aufgabe übernehmen müssen, den Weg jetzt nach Pleskau frei zu boxen. Dazu, und das war auch der Grund, warum ich in der letzten Runde am Ende der Runde im Prinzip die meisten Unterstützungseinheiten aus den einzelnen Kampfeinheiten wieder hoch zum Korps bewegt habe. Die sind jetzt beim Korps gelagert und ich übernehme zu einem gewissen Teil, übernehme ich selber die Auswahl, welche Einheiten ich hier unterstützungsmäßig zu den Einheiten verlege. Wir werden uns nehmen das Pionierbataillon, wir werden uns nehmen das Panzerjägerbataillon und wir werden uns das leichte Flakbataillon mitnehmen. Hat unser Kampfwert jetzt auch schon gesteigert von 12 auf 14. Und dann überprüfen wir jetzt mal, machen wir mal die Karte weg. Ganz wichtig heute werden, denke ich, die Regeln sein und ich werde es im Laufe des Abends auch nochmal, hoffe einigermaßen gut erklären können, ist der sogenannte Combat Delay. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Einheiten angreife, das unter Umständen ist dazu führt, dass andere Einheiten, die dadurch wollen, verzögert nur durchkommen. Das heißt, die müssen Strafpunkte dafür zahlen. Hintergrund, nochmal zur Erklärung, ist der, wenn natürlich Gefechte stattfinden, können ja gleichzeitig nicht unbedingt andere Einheiten durchziehen. Das wird hier quasi, da wir ja Züge haben, die eine Woche lang dauern, insofern ein bisschen simuliert, indem man durch manche Felder einfach dann nur langsamer durchkommt. Eben durch die Felder, wo vorher schwere Gefechte waren. Das lässt sich aber auch vermeiden. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das auch vermeiden können. Aber wir greifen jetzt hier erstmal mit einem schnellen Angriff hier die Sicherungseinheit an. Die Einheit ist in die Flucht geschlagen und wir sehen jetzt hier auch schon Combat Delay 1. Das bedeutet, ich erkläre es gleich nochmal, warum das jetzt so ist. Wir haben hier
Attack CV, Angriffswert von 6,8 zu 2,8. Auch hier machen wir nur einen schnellen Angriff. Hoffen wir, dass wir die hier wegbekommen. Noch ein bisschen laut. Dann bewegen wir uns hier hoch in die Kontrollzone rein, haben hier zwei Fallschirmjäger-Einheiten. Genau wissen wir nicht, was es ist. So. Ich überlege jetzt, ob wir jetzt erst die Einheit hier drüben angreifen. Denn Sache ist die, die beiden Einheiten, die hier drüben stehen, die haben natürlich auch eine Zone of Control. Und ich möchte später Einheiten, die aus Süden kommen, die sollen sich hier durch dieses Feld durchbewegen. Durch die beiden Felder ist es nicht mehr so gut. Da haben wir schon eine Kampfverzögerung. Das heißt, der Weg muss hier gehen. Das heißt aber auch, Einheiten, die von unten kommen, bewegen sich hier in die Zone of Control rein von dieser Einheit. Und ja, da wird quasi wieder Bewegungspunkte geraubt. Die müssen wir vielleicht noch rausnehmen. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier im Norden das wegbekommen. Combat Delay entsteht entweder durch einen geplanten Angriff, dann gibt es immer einen Combat Delay, oder bei einem schnellen Angriff unter einem endgültigen Kampfverhältnis von 10 zu 1. Also wenn das Verhältnis 10 zu 1 unterschritten wird, habe ich einen Combat Delay. Muss mir jetzt hier gerade keine großen Sorgen drum machen, denn ich bin mir sicher, dass hinter dieser Einheit stehen bestimmt in Pleskau stehen noch weitere Einheiten. Das heißt, diese Einheit wird immer jemanden in der Nähe... Achso, das ist das nächste, genau. Einheiten, die ich angreife, wo das Verhältnis größer als 10 zu 1 wäre... Ja, wäre der Combat Delay eigentlich weg, aber solange eine Einheit, eine feindliche Einheit angrenzend an die gerade eben geschlagene Einheit steht, gibt es immer Combat Delay. Das würde bedeuten, hier kann ich angreifen, was ich will, wenn in Pleskau hinten Einheiten stehen, gibt es immer ein Combat Delay, deswegen kann ich die jetzt auch einfach hier so angreifen. Wurde die Flucht geschlagen, können wir bei der genauso machen. Ah, hier haben wir kein Combat Delay, sehr gut. Und dann schauen wir, dass wir die hier noch wegbekommen, 4,8 zu 2,7. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, müsste geklappt haben. Ja, haben sich zurückgezogen. Hervorragend. Dann ist der Weg jetzt erstmal frei. Wir können jetzt hier so sehen, wir haben jetzt hier drei Felder, die ohne Combat Delay sind. Und die nachfolgenden Einheiten können dann definitiv deutlich einfacher mit vorrücken. So, jetzt muss ich schon die erste Entscheidung treffen. Gehe ich am Pleskau ran, habe ich noch 8 Punkte übrig. Mit 8 Punkten brauche ich die Stadt nicht angreifen, macht also keinen allzu großen Sinn. Dann wäre es wahrscheinlich interessanter, wir klären hier mit der 3. motorisierten Division noch Felder auf, die noch im Kriegsnebel liegen. Sehr gut. Okay. Ich ziehe jetzt schon mal das Hauptquartier ein Stück nach. Kann ich danach noch verlegen. Und dann schauen wir mal, wer hier noch alles zum... Die 3. Motorisierte gehört zum 56. Korps. Wichtige Frage wäre vielleicht auch noch, wie weit ich mit meiner Infanterie nach oben komme. Mit den motorisierten... mit der 290. und die 269. müsste das sein. Ja, genau. Die hatte ich in den letzten beiden Runden motorisiert. Schauen wir mal. Wir kommen bis hier hoch. Damit ich mal so grob abschätzen kann, denn ich muss natürlich auch versuchen, dass wir den Korridor hier offen lassen. Ist vielleicht das nächste, was nicht unwichtig ist für den Korridor, deswegen shifte ich jetzt mal rüber zur 18. Armee. Wir haben hier Einheiten, die direkt an der 18. Armee dranhängen. Wie weit kann ich die hier hoch verlegen? Bis hier hoch. Ich muss diesen Korridor nämlich offen halten, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir verlegen die 281. direkt schon mal hier hoch. Damit ich es nicht vergesse, dass wir hier schon mal was haben, was hier in der Flanke sitzt. Und den Rest bewegen wir dann nachher. Okay. Gut, mit wem gehen wir denn jetzt hoch? Die 6. Panzerdivision hat 28 Bewegungspunkte. Die 1. hat 28. Die 36. Motorisierte hat... Wisst ihr was? Ich glaube, ich komme auch Pleskau ran. Ich probiere das jetzt mal. Wir schauen mal, dass wir mit dem 41. Korps... Gehören die alle zum 41. tatsächlich. Die Infanterie gehört noch dazu. Zwei Panzerdivisionen. Ich bringe die jetzt mal hier hoch. Die können jetzt alle zum 41. Korps. Bring mal den Befehlshaber nochmal ran. Jetzt. Und dann schauen wir mal, dass wir hier den Einheiten noch Unterstützungseinheiten
zuweisen. Wir haben hier, auch viel haben wir nicht mehr, Panzerjägerbataillon, Flakbataillon. Ah, Mist, ich hätte die Pioniere aufheben sollen. Ich hätte mir die Pioniere aufheben sollen. So, Einheiten zugewiesen, viel mehr haben wir nicht. Jetzt wähle ich alle drei aus. Und dann schauen wir mal, mit einem geplanten Angriff wäre das Verhältnis 48,5 zu 18. Wie gesagt, immer dran denken, dieses Verhältnis ist nur ein Schätzwert. Der kann maximal davon abweichen. Was ich jetzt mache, ist mir mit der Taste X hier oben oder hier oben das Icon, ich stelle noch meine Luftunterstützung ein. Ich möchte, dass der Angriff hier auf Pleskau in dieser Runde funktioniert. Darum Luftunterstützung. Ich bin gespannt, ob da was mitkommt. Und wir probieren jetzt mal den Angriff. Pleskau, die Bevölkerung wird schon evakuiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da hat schon jemand aufgegeben. Ich werde gleich mal hier auf Pause schalten. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Gehen wir mal auf Message Level 3. Ach, jetzt habe ich die Pause nicht einschalten können. Wie waren denn jetzt die Verluste? Die kann man sich irgendwo anschauen lassen. Wo war denn das? Das muss ich jetzt dringend machen. Ich möchte es nämlich wissen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Battles hier. Pleskau. Stehen hier die Verluste? Defender. Der Verteidiger hat 7000 Mann verloren. Wo stehen meine Man Lost? Mann verloren. Und 8 Panzer. Ich denke mal, das ist für einen Angriff auf eine Stadt gar nicht mal so verkehrt. Kann mir das auch auf der Map anzeigen lassen. Stimmt, genau. Hier, da kann ich das Kampfergebnis auch anschauen. Da steht's. Wunderbar, vielen Dank für den Tipp aus dem Generalstab. 261 Mann verloren, 3 Artillerie, 8 Fahrzeuge. Ich denke mal, ein Angriff auf eine Stadt, dafür ist es jetzt nicht so verkehrt. Jetzt werden wir die Stadt natürlich auch erstmal sichern. Ich nehme jetzt die Einheit. Schau mal, kommt die 8. Panzer, die 6. Panzerdivision, kann die da rein? Ja, dann stellen wir die da ab. Und wir werden die 36. Motorisierte, hat noch 11 Bewegungspunkte, die werden wir jetzt weiter nach Norden schicken. Einfach um den Brückenkopf hier ein bisschen zu erhöhen, zu vergrößern. Wobei, ich denke, wir sollten Richtung Novgorod. Auf der anderen Seite, ich brauche auch Sicherung hier aus Osten. Ich kann mal schauen, wenn wir bis zu diesem Punkt gehen, haben wir noch einen Bewegungspunkt übrig. Wie sieht es denn aus mit anderen Einheiten von hier unten? Haben wir 18 Bewegungspunkte übrig? Nee, wisst ihr was? Ich nehme mir die 36. Motorisierte zur Sicherung. Ich erweitere hier mal unseren Einflussbereich ein bisschen. Ich habe jetzt auch vorhin mal den Nachrichtenlevel erhöht. Also wir sehen jetzt oben 10U88. Ach, ich habe so einen Mist. Ich habe die Bombardierung wieder angelassen. Das war natürlich jetzt ein Schwachsinn. Steht eigentlich auch auf meiner Liste. Immer überprüfen. Weil für den Angriff hätte ich keine Luftunterstützung benötigt. Den brauche ich sicherlich woanders. Shit, shit, shit. Ärgerlich. Sonst hier eingesetzt. Ja, Pleskau ist sicher. Das bedeutet, wir haben hier unten noch ein paar Einheiten drin. Wir werden hier schauen mit der 18. Armee und dem Ausreißer der Totenkopf-SS motorisierten Division, die hier zur 4. Panzergruppe direkt gehört. Also ist direkt dort angeschlossen, organisch, dass wir hier zumachen. Das schauen wir uns jetzt aber dann gleich mal an. Wir haben hier die 8. Panzerdivision. Da würde ich sagen, 8. Panzerdivision. Auf nach Novgorod. Ich überlege jetzt gerade, ich hätte auch... Nee. Ah, ich sehe gerade, es geht einen besseren Weg hoch. Hier rechtzeitig vorbei wäre besser gewesen. Hier müssen wir jetzt einmal über den Fluss und durch schweres Waldgebiet durch. Aber wir sichern natürlich aber auch die Bahnlinie. Verkehrt ist es definitiv nicht, dass wir uns hier nach oben bewegen. Ist es das jetzt schon gewesen? Ja, mehr Einheiten habe ich hier nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie schauen. Oh, wisst ihr was? Der letzte Zug war vielleicht doch nicht so gut. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Mir fällt mich auf, dass ich hier überhaupt keine Sicherung in der Ecke habe. Ja, okay, das übernehmen die Infanteriedivision.
Ja, es übernehmen die Infanteriedivision. Ich verlege jetzt erstmal, machen wir mal bei der 18. weiter. Ich muss ein bisschen immer abwechseln. Letztendlich ist es ja aber auch so, dass das Zeitgeschehen hier ja eigentlich auch nicht so abspielen würde, dass erst eine Woche lang die Zug machen, dann, sondern das passiert natürlich alles parallel. Von daher ist es jetzt, glaube ich, auch kein Verbrechen, das Ganze hier ein bisschen so durchzumischen. Auch die lassen wir jetzt erstmal da stehen. Wichtig wird es mir sein, ich möchte diese Einheiten in dem Kessel lassen. Dazu muss ich nach Norden abriegeln. Und da gibt es was Interessantes. Und zwar hier beim Lake Pleskau, also beim Pleskau-See. Hier oben, dieses Gebiet, da können die Einheiten drüber. Ist zwar sehr, sehr schwer, weil sie Sümpfe müssen und danach in tiefen Wald. Aber natürlich möchte ich hier ebenfalls zumachen, damit wir die Einheiten hier isolieren können und dann auch gegebenenfalls in der nächsten oder übernächsten Runde schneller bekämpfen können. Muss ich nur schauen, dass ich da auch wirklich hinkomme. Ja, sehr gut. Damit ist der Bereich hier oben auch abgesichert. Und die Einheiten hier unten müssten jetzt eigentlich im Sack sein. Ich muss natürlich jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass ich die Einheiten entsprechend hier noch abriegel. Beziehungsweise mein Einflussgebiet nach Norden weiter ausbaue. Ich werde noch gar nicht groß angreifen. Ja genau, wir werden jetzt hier schauen, dass wir maximal die Einheiten daran hindern, hier aus dem Kessel auszubrechen. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Ich denke mal, nee, wir müssen auch Richtung Tallinn gehen. Sigurd Generalstab, vollkommen richtig, die Straßen nochmal einblenden. Die sind zwar auf der Karte auch so zu sehen, aber so kann man sie deutlich besser erkennen. Die Straßen haben wirklich, 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 die sind extrem wichtig. Wir werden es nachher vor allem bei der Heeresgruppe Mitte auch sehen. Und dann ziehen wir gleich mal das Hauptquartier nach. Dass die wieder in der Versorgung sind. Hier ebenfalls. Die 18. Armee, mal schauen, wo ich die hin verlege. Dann haben wir hier noch die 58. Infanteriedivision. Da müssen wir mal schauen, wo ich die hin verlege. Wisst ihr was? Mir gefällt. Ja, jetzt muss ich nämlich schon tatsächlich andere Einheiten nachziehen. Die 16. Armee. Wie weit komme ich mit der 16. Armee nach oben? Es wird nämlich jetzt tricky, dass wir den Korridor nach Pleskau offen lassen. Also die nördlichsten Einheiten haben hier Bewegungspunkte 12 und 11. Das ist nicht viel. 11. Die hat 14. Es kann gut sein, dass ich eine von den Divisionen jetzt hier motorisieren muss. Ja, ich muss. Ne, schauen wir mal. Jetzt ziehen wir erstmal hier hoch. Machen erstmal hier die Lücken einigermaßen dicht. Das würde bedeuten, hier sieht es auch nicht gut aus, gell? Einen hier hoch. Machen wir das mal. Eine Infanteriedivision hier hoch. Und die zweite ist die Frage, wo stelle ich die hin? Dass wir möglichst breit sind. Schauen wir erstmal, wie weit ich hier hochkomme. Motorisierung hat halt einen großen Nachteil. Es kostet mich administrative Punkte, von denen ich nicht viele habe. Und es kostet mich vor allem auch LKWs. So, ihr seht also schon, hier sind wir arg dünn aufgestellt. Ich frage mich, ob das reichen würde. Das ist tricky. Darf auf gar keinen Fall zugehen. Ich glaube, wenn ich die hier hinstelle, kann nicht viel passieren. Ja. Da steht sie gut. Wir haben hier zwei Kontrollzonen. Einmal durch die 269. und einmal hier durch die 291. Da dürfte jetzt keiner rüberkommen. Ein bisschen Unruhe ist mir trotzdem bei der Sache. Hier komme ich auch nicht rüber. Scheibenkleister. Wie mache ich die Lücke jetzt zu? Ich habe mich zu weit nach Norden bewegt. Bei Ostrov. Ich befürchte, ich muss hier eine der Einheiten motorisieren. Gefällt mir nicht so gut, aber ich glaube, ich muss das machen. Ich brauche hier oben noch was zur Absicherung bei Ostrov. Ja. Mach mal. Egal. Wir motorisieren. Noch liegen wir mit dem Supplier ganz gut. Stehen wir mit dem Supplier ganz gut da. Motorisieren. Jawohl. Für die nächsten Züge nein.
Ja. Ist die Frage jetzt noch Ostrov? Ist da was? Wir machen es jetzt hier ran. Und werden tatsächlich versuchen, mit einem geplanten Angriff. Die Kampfwerte sind noch recht gut. 62 CCP haben wir noch, also Combat Preparation Points. Vielleicht ziehe ich das Hauptquartier aber schon mal ein bisschen nach. Ne, wisst ihr was? Jetzt ziehen wir erstmal den Rest nach. Wie weit kommen wir denn da hoch? Einmal bis hier. Da bin ich echt gespannt, ob ich den Korridor halten kann. Das wird echt spannend. Machen wir hier mal eine Seite zu. Jetzt kommen wir hier hoch. So, jetzt haben wir doch zumindest schon mal einigermaßen gediegene Flankensicherung hier. Nach Resigne rein. Dann... Also die 16. Armee, die muss ja sich etwas breiter aufstellen. Veliki Luki ist ebenfalls auf dem Plan für die 16. Jetzt ist die Frage, ob ich nicht tatsächlich schon versuchen sollte, hier ein bisschen Boden gut zu machen. Ja, wisst ihr was? Ich habe mir die Frage wieder sehr schnell selber beantwortet. Das Chor noch hier hochlegen. Legen wir es mal nach da hinten. Hauptquartier vom 10. Korps. Wahnsinn, die 126. Gut, die war natürlich mit Kesseln beschäftigt. Dementsprechend führen wir die jetzt nach. Da ist es jetzt nicht weiter wichtig, dass die Einheit... Halt, das war falsch. Hier hoch. Also rechte Flanke steht hier bei Ostrov. Könnte es eng werden, aber ich glaube, das sollte ausreichend sein. Bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Wir werden jetzt hier noch die 58. mit reinstellen von der 18. Armee. Einfach nur, weil ich auch später noch Einheiten brauche, um den Kessel dann aufzulösen. Sofern er denn hält. Aber das sieht für mich auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, ziemlich zufriedenstellend aus. Dann suchen wir uns mal ein Hauptquartier für die 18. Armee. Ich weiß, dass hier drüben die Einheit zwar aus der Reichweite rauskommt, die kann ich aber noch woanders hin verschieben. Die 18. Armee stationieren wir jetzt bei Riga. Ah, da ist die Armeegruppe Nord auch schon. Zweimal Riga braucht man nicht, ich kann ja mal schauen. Momentan nach Riga kommt auch schon einiges an Fracht rein. Ne, die 18. Armee kann ich woanders positionieren. Später wird sie sicherlich irgendwo in Tallinn anzutreffen sein. Wo parke ich die 18. Armee? Ja, bringen wir sie mal hier rüber. Dann haben wir noch das Korps. Hängt da nur eine Division dran? Tatsächlich, die 58. Division. Ja, spätestens nächsten Zug muss ich mal ein bisschen neu ordnen. Ist ja hier quasi mehr oder weniger so eine Art Reservekorps. Okay, sieht für mich, ehrlich gesagt, ziemlich vielversprechend aus. Schade, dass ich hier nicht weiter... Ich hätte einen anderen Weg wählen sollen. Nee, sieht gut aus. Muss ich nicht mehr unbedingt viel mehr machen. Pleskau ist gesichert. Die Armeen haben wir bewegt. Das heißt, wir sind jetzt hier mit unseren Offensivbemühungen bei der Heeresgruppe Nord schon zu einem guten Ergebnis gekommen. Das bedeutet, wir räumen jetzt hier im Hinterland noch ein bisschen auf. Haben wir noch einige Gebiete. Die Kessel sind ja schon aufgelöst. Jetzt schauen wir uns mal hier an. Wir haben hier zugehörig zur Armeegruppe Nord ist das 23. Korps.
Das 23. Korps wird wahrscheinlich der voraussichtlichen Planung nach irgendwann der 16. Armee zugeführt. Denn die 16. Armee hat doch im Flankenbereich der 4. Panzergruppe einiges zu leisten. Veliki Luki, also letztendlich müssen die dann alles hier vom Ilmensee südlich runter irgendwie sichern. Und da kann es gut sein, aber das entscheide ich jetzt noch nicht diese Runde, dass das 23. Korps dann von der Armeegruppe Nord direkt zur 16. Armee geführt wird. Aber jetzt haben wir tatsächlich erstmal noch was zu tun. Wir bringen die jetzt mal an die Front. Die kommen dann hier in den Bereich. Also schauen wir, dass wir möglichst weit nach Norden kommen. Eventuell können wir hier noch das ein oder andere Gebiet. Was? Ich habe doch hier noch die Polizeidivision. Dann soll sich die hier um die Sümpfe kümmern. In der nächsten Runde. Dann schaue ich lieber, dass ich die Infanteriedivision möglichst schnell Richtung Norden bringe. Ja. Wo stellen wir die hin? Dazu mache ich mir immer... Die kommt nach Düneburg. Die Korpskommandantur. Dann haben wir das OKH. Das muss ich noch auch verlegen. Wisst ihr was? Das verlege ich jetzt gleich. Das wird nach Minsk verlegt. Da hat mich der Generalstab darauf aufmerksam gemacht, dass die zwar eine Reichweite von 90 hat, aber alles, was innerhalb einer Reichweite von 45 ist, also ab 45 gibt es gewisse Mali und unter 45 gibt es gewisse Boni dazu. Also davon profitiere ich. Deswegen bringen wir jetzt mal hier das OKH schon mal nach Minsk rüber. Da sind wir näher dran an den untergebenen Einheiten. Und mit den Feldern ist es halt so, es kann halt immer noch sein, dass hier noch jemand drin steht. Irgendjemand, wer auch immer, wir können ja da mal reinschauen. Hier war niemand drin. Dass ich die Ortschaft noch nicht eingenommen habe, ist sehr verwunderlich. So, jetzt gehört sie uns. Feindliche Einheiten waren da auch nicht mehr drin. Aber man weiß ja nie. Dann Sicherungseinheiten, die können wir bestimmt gebrauchen. Jetzt schauen wir mal nach, zu wem die eigentlich dazugehört. Armeegruppe Nord. Ja, die werden wir hier nutzen, schätze ich mal, um hier im Kessel ein bisschen zu arbeiten. Ach, mit denen komme ich ja... Ist es die Kommandantur, gell? Die Sicherungseinheiten hier. Bringen wir die ebenfalls mal nach Norden. Die sind ja für die Sicherheit der Bahngleise zuständig. Die sollen oben die Bahngleise Richtung Norden dann mit absichern. Subquartier verlegen wir mal nach... Auch hier schauen wir wieder nach bei... Livani ist ein Bahnhof, da kann die Einheit rein. Gut. Dann haben wir 86. Infanterievision, gehört zum 50. Korps. Das 50. Korps gehört zur Armeegruppe Nord. Wie gesagt, ab der nächsten Folge oder am nächsten Tag werde ich ein bisschen spätestens ein paar Einheiten umdisponieren. Ja. Die bringen wir jetzt auch erstmal nach Norden, wobei wir könnten eigentlich hier schauen, dass wir noch ein paar Felder aufklären. Wenn wir da schon in der Nähe sind. Und auch hier schauen wir uns wieder eine Stadt aus. Okay. Das bedeutet aber auch, dass wir die Heeresgruppe Nord tatsächlich in einer halben Stunde... quasi ganz erledigt haben. Ich schaue jetzt nochmal nach, dass wir jetzt hier nicht irgendwas vergessen haben. Ich gehe davon aus, dass der Korridor hier hält. Ist zwar nur ein Feld, aber die Infanteriedivision, die 290, die werden sie nicht rausbekommen. Und hier reinzuziehen wird auch schwierig sein. Hier sind immerhin... Ah, wisst ihr was? Den Angriff sollten wir noch führen. Genau. Damit wir hier den Korridor verbreitern können. Ah, ich kann kein... Warum kann ich jetzt keinen geplanten Angriff machen mit der Infanteriedivision? Die braucht doch bloß 6 dafür. Ach, zählt gerade nicht, weil ich habe die 30. ja motorisiert und motorisierte Einheiten brauchen für einen geplanten Angriff 16 Angriffspunkte. Ja, schade, schade. Aber wisst ihr was? Wir weisen der 30. jetzt noch ein paar Unterstützungseinheiten zu. Boah, dreimal Pionierbataillon. Wir geben ihr tatsächlich jetzt 2 Pionierbataillone mit dazu und ein Flakbataillon. Und auch wenn der Wert jetzt nur 10,4 zu 14,2 ist, ich bin recht zuversichtlich, dass es trotzdem klappt.
Das ist immer so eine schwierige Sache, wie ich finde, denn wir haben hier kein Spiel, wie soll ich sagen, das dann binär funktioniert, also 0 und 1 klappt oder klappt nicht, sondern hier spielen so viele Faktoren eine Rolle. Deswegen muss man sich nicht unbedingt darauf verlassen. Kleiner Tipp von mir, was ich jetzt schon gemerkt habe, Einheiten, die bereits in Panik schon eine Position verlassen haben und im zweiten Angriff immer noch einen hohen Wert anzeigen, den könnt ihr knicken. Einfach drauf. Wer auf der Flucht ist, schauen wir, was hier passiert. Bin sehr gespannt. 1:1. Haben gehalten. Sieht so aus. Wir haben 470 Mann verloren, der Gegner 460. Ist nicht großartig weiter was passiert. Wir haben hier zwei Schützendivisionen auf der anderen Seite. Ich hätte vielleicht meine Luftflotte, mitnehmen sollen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt tatsächlich nochmal. Wir sind ja fertig. Wir greifen jetzt nochmal an. Zweiter Angriff. Wir sind geschwächt. Er ist bestimmt auch geschwächt, aber wir nehmen jetzt unsere Bomber mit dazu. Und schauen mal nach. Haben immer noch gehalten. Nee, kam von der Luftflotte keiner nach. 600 Mann verloren. Den Angriff hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht, sind wir mal ehrlich. Aber ja, es ist, wie es ist. Gut, dann fällt mir tatsächlich jetzt für die Heeresgruppe Nord nichts weiter ein. Außer, dass ich natürlich Sachen hätte besser machen können. Aber um es mal zu rekapitulieren, wir haben Pleskor eingenommen. Und das Ganze auch in der Zeit, wir können jetzt mal schauen auf unsere Siegpunkte. Wo sind sie denn? Hier. Wir haben Pleskau eingenommen, geplant war Zug 3, haben wir auch geschafft, dadurch gibt es 3 extra Punkte. Eine Runde vorher hätten wir, glaube ich, 4 bekommen. Das heißt, wir haben momentan insgesamt durch Minsk, Lviv, Riga und Pleskau schon 8, 11, 14 Zusatzpunkte gemacht. Und ihr seht vorhin, die einzelnen Städte sind 10 wert. Das heißt, wir haben jetzt schon Zusatzpunkte im Wert von fast 1,5 Städten gemacht, was sehr, sehr wichtig ist. Denn wir haben ja diesen... Ja, wir können es jetzt nochmal hier anschauen. Wo ist es? Infoscreen hier drüben. Den Zähler. Sudden Loss 525. Ich verliere dieses Spiel nämlich, wenn ich im Januar 1942, da habe ich in den ersten Folgen ein bisschen Spanien geredet, da habe ich irgendwas von Oktober gesprochen. Ich brauche bis Januar 42 mindestens 525 Punkte. Derzeit haben wir 425 und wenn wir uns die große Karte mal anschauen und ich schalte mal die Siegpunkte ein, generell ist es dann schon recht schwer zu erreichen. Leningrad wäre wichtig mit 30 Punkten, Moskau mit 60, Smolensk mit 10. Ihr seht schon, die meisten Ortschaften haben auch nur 10. Da müssen wir erstmal über die 400 drüber kommen. Das wird also gar nicht so einfach. Und da sehe ich auch gerade vielen Dank an den Generalstab. Generalstab ist übrigens mein Chat, denn ich mache diese Aufnahmen zusammen in einem Stream und mein Generalstab hat immer wichtige Hinweise. Ja, da fiel der Hinweis, dass das 41. Korps noch Mutterseelen allein ohne Schutz rumsteht. Das müssen wir natürlich ändern. Bringen wir mal nach Ostrov rein. Nicht, dass die angegriffen werden. Hier sind sie natürlich dann von der Infanteriedivision geschützt. Vielen lieben Dank dafür. Okay, das war's. Ich gehe natürlich später am Ende alle Runden nochmal alles feinsäuberlich durch, aber ich denke mal, dass wir jetzt im Bereich der Heeresgruppe Nord alles zufriedenstellend erledigen. Ich bin zufrieden. Wir haben Pleskau. Wir werden hier sicherlich auch dann in dieser Runde sollten die administrativen Punkte reichen. Davon gehe ich hoffentlich aus, je nachdem, wie viel wir noch woanderweitig brauchen, dass wir hier auch gleich schon Pleskau, wir können sehen, das ist hier auch ein großer Bahnhof, Güterumschlagbahnhof. Wie groß ist denn der? Railyard 2, das ist sogar ein ziemlich großer. Das heißt, das wird hier auch mit so einem Dreh- und Angelpunkt für unsere Versorgung Richtung Leningrad sein. Gut, das war's dann für diese Folge. Spannend, spannend. Und ich glaube tatsächlich, bin mir ziemlich sicher sagen zu können, dass es bei der Heeresgruppe Mitte und bei der Heeresgruppe Süd deutlich spannender wird. Pleskau ging jetzt überraschend einfach. Die Aufgaben bei Smolensk und unten beim Tarnopol-Kessel dürften etwas gewaltiger und wagemutiger werden. Ich bin sehr gespannt auf mich und auf meine Einheiten hier im Spiel. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, servus.